Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Hilfe! Was ist denn? Was guckst du denn da? Das ist doch niemals Bambi. Doch, Bambi war nur gerade nicht im Bild. Mach wieder an. Bambi war gerade. Das gibt's doch. Der ist ab 16. Bist du 16? Fast. Die 7 Jährchen. Moin. Moin, Paul. Und seid ihr schon fertig? Ja. Willst du sehen? Ja. Scheiße, die ist doch höchstens 18. Paul, die ist 16. Die ging noch zur Schule. Davor lag ihre Tasche, da war ihr Ausweis drin. Katja Harms. Habt ihr sonst noch was gefunden? Ja. Ein Zopf. Lag neben der Leiche. Sieht aus, als wäre sie durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet worden. Wo ging sie denn in die Schule? Heinrich von Kleist-Gymnasium, das Ganze hier in der Nähe. Ich weiß. Meine Frau, meine Ex-Frau, die ist da Lehrerin. Echt? Was ist denn da los? Ich möchte sofort mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Das geht nicht, Sie müssen weitergehen. Sei doch ruhig, Hexe, du kannst hier jetzt nicht rumpfiffen. Zur Mordkommission kann ich helfen? Ja, allerdings. Ich habe da was gesehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig für Sie ist. Ich mach das schon. Komm. Bis dann. Tschüss, Frau. Okay, bis dann. Was haben Sie denn jetzt genau beobachtet? Also, ich hatte hier im Park, da hinten bei dem Kinderspielplatz, ein sehr unheimliches Erlebnis. Ich ging mit meinem Hund spazieren und plötzlich hörte ich einen Schrei. Das ist ja für Kinderspielplätze nichts Ungewöhnliches. Ja, aber dann hörte ich jemanden wegrennen und einige Sekunden später kroch ein junges Mädchen aus dem Gebüsch. Sie war verletzt. Ich wollte ihr helfen, aber sie wollte nicht und rannte weg. Wann war das denn genau? Am Mittwoch, genau vor einer Woche. Mittwoch vor? Nicht heute Morgen? Nein, Mittwoch vor einer Woche. Wie genau sah das Mädchen denn aus? Gott, so wie diese jungen Dinger heutzutage alle aussehen, nicht? Aber die Haare... Was war mit den Haaren? Die Haare waren so komisch, als wenn da ein Verrückter mit einer Schere drin rumgeschnippelt hätte. Ach, mein lieber Ex-Mann, du, den Besuch kannst du dir sparen. Anna hat dank deiner Horror-Picture-Show 4 Nächte lang Albträume gehabt. Jetzt wart doch mal. Ich komme nicht wegen Hannah. Eine deiner Schülerinnen ist umgebracht worden. Katja Harms. Was? Ich kann es nicht fassen. Ermordet. Ausgerechnet Katja. Wann sind denn ihre Eltern nach Dubai umgezogen? Ungefähr vor 2 Jahren. Ihr Vater arbeitet bei irgendeinem Scheich und Katja wollte nicht mit nach Dubai. Ich glaube, sie hatte sowieso kein so besonders inniges Verhältnis zu ihren Eltern. Und seitdem lebt sie bei ihrer Großmutter. Ja, schauen Sie sich um. Danke, Frau Hillert.
Sie mir sagen, wann Kathi heute Morgen das Haus verlassen hat? Ich habe sie seit gestern Nachmittag nicht gesehen. Ich gehe ja immer früher ins Bett und morgens sehen wir uns auch meistens nicht. Darf ich? Frau Ehlert, können Sie mir sagen, wo dieses Foto aufgenommen wurde? Kennen Sie vielleicht zufällig diesen Mann? Ja. Katja ist ein so schönes Mädchen. Nicht? Ja. Wissen Sie denn, was Ihre Enkelin gestern Abend gemacht hat? Ach Gott, Sie sind doch dauernd unterwegs. Ich krieg sowas gar nicht mehr mit. Hatte sie denn einen Freund? Mit 16. Sie will doch Ärztin werden. Also, das Mädchen wurde erschlagen. Der berühmte stumpfe Gegenstand. Immerhin, der Arzt tippt auf ein Eisenrohr. Er glaubt nicht, dass sie vergewaltigt oder sonst wie sexuell genötigt wurde. Abwarten, die Obduktion ist es heute Nachmittag. Was ist denn mit der Aussage der alten Dame? Kreuzschlitz. Eichelkamp hat das Gebüsch untersucht. Und siehe da, er hat jede Menge abgeschnittene Haare gefunden. Lang und dunkel. Dann haben der oder die Täter also schon vor einer Woche versucht, in dem Park ein Mädchen umzubringen. Und sind vielleicht dabei gestört worden. Auf jeden Fall sollten wir das unbekannte Mädchen finden, das die alte Dame gesehen hat. Schon auf Sie gewartet. Wollen wir? Ja, bitte, Herr Heinze. Kommt ihr mal alle zusammen? Na los. Also ihr wisst ja Bescheid. Das ist Hauptkommissar Zorn von der Mordkommission. Der hat ein paar Fragen an euch. Am besten, ihr sagt dem, was ihr wisst. Morgen. Euer Lehrer hat euch ja bestimmt schon erzählt, was mit Katja passiert ist. Weiß denn jemand von euch was davon? Hat denn irgendjemand eine Ahnung, was Katja im Park wollte? Ja? Ist Katja vergewaltigt worden? Wieso fragst du das? Einfach so. Anna Merkel. Ach so, das hatte ich ganz vergessen. Simone Seidler, die war noch kurz auf der Toilette. Das ist Herr Zorn von der Kripo. Frau Klopstock, sie unterrichtete Katja in Mathe. Herr Wirz, Ihr Geschichtslehrer. Bei beiden hatte sie gestern noch Unterricht. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Zorn, sind Sie irgendwie verwandt mit Frau Zorn oder? Geschieden, Frau Klopstock. Herr Zorn ist mein Ex-Mann. Ich dachte, das wüssten Sie. Also, entschuldigen Sie bitte, ich habe das schon wieder vergessen. Das macht doch nichts. Können Sie mir was über Katja erzählen? Ja, also abgesehen davon, dass ich keine Worte habe für so ein grauenhaftes Verbrechen. Sie war eine schlechte Schülerin. Überhaupt kein Gefühl für Zahlen. Mir war gestern nichts aufgefallen. Sie war wie immer. Katja war ein sehr beliebtes und selbstbewusstes Mädchen. Selbstbewusst? Ich würde sagen, zickig. Arrogant. Hielt sie für sonst was.
Aber die anderen Schüler rissen sich trotzdem um ihre Freundschaft. Sie war einfach weiter als die anderen, also reifer. Das ist ja nichts Schlimmes. Wer waren denn ihre Freunde? Hatte sie eine Clique? Robert Bergmeier, so ein dürrer, schüchterner Typ, der sich ständig unter irgendwelchen Mützen versteckt. Robert Bergmeier, ist mir auch schon aufgefallen. War er Katjas Freund? Nein, das war ihr Laufbursche. Er war fürchterlich in sie verliebt, aber ohne jede Chance. Hatte sie denn sonst irgendeine Beziehung? Ich würde sogar sagen, mehrere. Aber ich glaube nicht mit jemandem ihres Alters. Wie meinen Sie das? Ich glaube, dass Katja eine kleine Lolita war. Die wusste ganz genau, worauf Männer so abfahren. Du bist also Robert Bergmeier. Ich habe gehört, dass du eng mit Katja befreundet warst. Hast du eine Ahnung, was sie heute Morgen im Park gemacht haben könnte? Keine Ahnung. Hat sie irgendwas gesagt oder getan? Hören Sie, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe gestern kaum mit ihr geredet. Wo warst du denn heute Morgen zwischen 6 und 9 Uhr? Hast du da vielleicht eine Ahnung? Zu Hause. Und dann? Dann bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Und dann war ich hier. Okay. Kann ich jetzt gehen? Ja, vorerst. Sie sind gerade sehr auskunftsfreudig, Ihre Schüler. Der Schock. Und vielleicht wissen Sie auch ganz einfach nichts. War denn eins der Mädchen in letzter Zeit beim Friseur? Die meisten sind öfter beim Friseur als in der Schule. Hat eins der Mädchen bis vor kurzem noch sehr lange Haare gehabt? Ja, Simone. Simone Seidler. Die von der Toilette kam. Wieso? Guten Morgen. Morgen. Seit wann sind die Haare ab? Seit ungefähr einer Woche. Ich habe mich gewundert, weil sie immer sehr stolz auf ihre langen Haare war. Zeit für mich? Nein. Ich muss aber mit dir sprechen. Du willst doch nicht, dass ich jeden Tag wiederkomme, oder? Du weißt, warum ich dich hierher gebracht habe? Du wurdest hier vor einer Woche überfallen. Eine alte Dame hat dich gesehen. Erinnerst du dich? Sie erinnert sich sehr genau an dich. Simone, wer hat dir die Haare abgeschnitten? Ich weiß nicht. Das ging alles so schnell. Musst du irgendjemanden gesehen haben? Kanntest du die Person? Nee, ich weiß gar nichts. Sind deine Eltern zu Hause? Simone, was ist denn? Frau Seidler, entschuldigen Sie den Überfall. Zorn, Mordkommission. Das kann nicht sein. Simone hat mir gesagt, sie sei gestürzt. Jemand hat Simone die Haare abgeschnitten. Nein, sie war beim Friseur, das hat sie mir doch gesagt. Sie meinen, der gleiche Mann, der Katja Harms ermordet hat, hat auch Simone? Möglicherweise. Frau Seiler, Ihre Tochter ist sehr verschlossen. Ich bin berufstätig und alleinerziehend. Das ist manchmal sehr schwierig. Herr
Herr Zorn hat mir erzählt, was passiert ist. Du musst ihm jetzt genau sagen, was letzte Woche war. Simone, bitte! Du sollst doch dieses stinkende Tier im Käfig lassen. Vor allem, wenn wir Besuch haben, wie oft soll ich dir das noch sagen? Darf ich? Was ist das denn? Ein Marder? Frettchen. Mhm. Wie heißt es? Max. Max. Ich finde, Frau Seiler, ich finde gar nicht, dass der stinkt. Vielleicht müffelt er ein bisschen. Simone, wenn du jetzt nichts erzählen möchtest, dann kann ich auch später wiederkommen. Ich ging durch den Park und da kam ein maskierter Mann und griff mich an. Er zog mich in das Gebüsch und verprügelte mich. Dann schnitt er mir die Haare ab. Was hat denn der maskierte Mann zu dir gesagt? Womit hat er dir denn die Haare abgeschnitten? Mit einer Schere. Mit einer Schere, bist du da sicher? Nee, es war ein Messer. Es war doch ein Messer, ja. Um Himmels Willen, warum hast du mir das nicht erzählt? Was hatte der denn für eine Maske auf? Ich meine, war das eine Faschingsmaske oder war das eine Skimaske oder vielleicht nur ein Tuch vom Mund? Ja, es war ein Tuch. Blau. Oder schwarz, glaube ich. Okay, ich möchte, dass du mit mir aufs Präsidium kommst und dir ein paar Fotos anguckst. Vielleicht erkennst du den Mann ja doch wieder, trotz Maske. Das verdammte Scheißding ist schon wieder kaputt. Ach was, dabei gehst du doch immer so sensibel mit dir um. Wie war dein Gespräch mit Simone? Ja. Simone, gegen die ist eine Auster, eine wahre Plaudertasche. Danke, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ey! Mhm. Ach, kann ich jetzt auch nicht machen, später. Du kommst nicht weiter mit ihr, stimmt's? Ja, sie hat niemanden auf den Fotos erkannt. Ich habe das Gefühl, dass sie genau weiß, wer sie überfallen hat. Ich glaube, sie verschweigt uns was. Und sie hat furchtbare Angst, hm? Da fehlt Zucker. Oh, Entschuldigung. Demnächst trinke ich meinen Kaffee so, wie du ihn magst. Das habe ich in Katjas Zimmer gefunden. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? Erich. Das könnte das Restaurant Erich sein in Altona. Erich, nie gehört. Na, dieses hippe Ding, wo sich junge, erfolgreiche Menschen treffen. Ja, dann kann ich es ja nicht kennen. Kannst du das mal überprüfen? Vielleicht findest du heraus, wer der Typ ist. Okay. Aber ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, bitte? Guck mal einer an. Anna. Anna Merkel. Anna, ja. Ja, Anna, was kann ich denn für dich tun, bitte? Die Frage ist doch wohl mehr, was ich für Sie tun kann. Bitte? Ich wollte mich mal erkundigen, ob Sie schon Fortschritte gemacht haben. Könntest du erst mal Klartext reden? Wussten Sie eigentlich, dass Katja in den Heinze verknallt war? Die stand nämlich auf ältere Männer. Kennst du den Typen? Nö. Aber Katja hat öfter im Erich gejobbt, wenn man das so nennen will. Sie sind doch der Ex von Frau Zorn. Ja, und? Ich dachte ja nur, ich bin nicht so gut in Deutsch und ihre Ex ist ein bisschen pingelig und... Was? Ich meine, ich könnte Ihnen ja noch so einiges erzählen, wenn Sie vielleicht mal mit Ihrer Ex reden würden, was meine Noten anbelangt. Störe ich? Nein. Anna wollte sowieso gerade gehen. Du musst raus jetzt. Sonst lasse ich dich einsperren. Was war das denn? Diese blöde Zuppe, die wollte doch tatsächlich, dass ich wegen ihrer Noten... Ah, verstehe.
Ich fahre jetzt noch mal zu Carola. Schließlich ist sie ja die Expertin, was den Schulklatsch anbelangt. Vielleicht erfährst du da ja auch was Neues über diesen interessanten Herrn Heinze. Danke, dass du heute Morgen mit zu Katjas Oma gekommen bist. Ich dachte... Wow, Blumen. Das ist ja ungefähr 100 Jahre nicht mehr vorgekommen. Ach, naja, also, naja, fast. Danke. Papi! Hallo, Süße, ui! Musst du jetzt nicht arbeiten? Ja, naja, jetzt bin ich erstmal hier. Ja, wenn du willst, kannst du mit uns essen. Also nichts Besonderes. Ich hab noch ein bisschen Gemüselasagne von gestern. Aber ich bin doch bei Sarah eingeladen. Die Mutter macht extra Fischstäbchen mit Pommes. Hier spricht die Fachfrau für gesunde Ernährung. Ich habe einen Vorschlag. Du gehst zu Sarah und ich lade deine Mutter ganz nobel zum Essen ein. Schön hier. Sieht dir ja gar nicht ähnlich, dich derart in Unkosten zu stürzen. Naja. Danke nochmal. Du siehst toll aus. Danke. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Katja an diesem Sportlehrer, an diesem Heinze Interesse hatte. Ist das euer Schul-Casanova? Ihr beide scheint ja auch ein ziemlich inniges Verhältnis zu haben. Was willst du denn damit sagen? Nichts. Rolf ist glücklich verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Naja. Nee, gut. Er flirtet gerne. Aber kann er nichts dafür, wenn die Mädchen sich in ihn verlieben? Nein. Er sieht ganz gut aus und ist noch relativ jung. Er ist ein bisschen verrückt, spielt manchmal Gitarre im Unterricht. Gitarre, verrückt? Aber das heißt ja nicht... Nein. Es kann sein, dass Katja... Paolo ist ihm noch zu, oder? Was? Entschuldigst du mich im Moment? Grenadine, ein Schuss? Guten Abend. Kann ich was für Sie tun? Ich bin der Geschäftsführer. Ich weiß. Kennen wir uns? Sie sind doch Jochen Baumann. Ja. Kripo Hamburg. Worum geht's? Wir haben Erkundigungen über Sie eingezogen. Herbst 94, klingelt's da bei Ihnen? Versuchte Vergewaltigung einer Minderjährigen. Kennen Sie eine Katja Harms? Mach mal drüben weiter. So. Bitte schön. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Ich bin damals freigesprochen worden. Und ich kenne keine Katja Harms. Dann sind Sie das hier auch nicht auf dem Foto, was? Ja. Ja, den Namen hatte ich ganz vergessen. Ja, Katja Harms, ja, die hat hier manchmal ausgeholfen. Worum geht's? Sie ist tot. Ermordet. Wo waren Sie heute Morgen? Gegen 7 Uhr.
Ich habe Sie was gefragt. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 6 und 9 Uhr? Ich war beim Arzt. Beziehungsweise im Labor. Blutproben abgeben für einen Gesundheitscheck. Das können Sie gerne nachprüfen. Ja, das werde ich. Okay, Sie hören von mir. Entschuldigung? Ja? Ihre Frau ist schon gegangen. Sie lässt Ihnen sagen, sie wollte nicht weiter bei Ihrer Arbeit stören. Ah. Soll ich abräumen? Ja, bitte. Bringen Sie mir doch noch einen Grappa. Gerne. Oh. Moin. Moin. Das ist ein mieses Wetter. Ja, das ist ein mieser Kaffee. Und, was gibt's Neues? Wir wissen jetzt, wer der Mann auf dem Foto ist. Und? Jochen Baumann. Ja, aber er hat ein Alibi. Ich bin hingefahren, habe mit ihm gesprochen. Er war bei irgendwelchen Laboruntersuchungen. Ich habe das telefonisch gecheckt. Das stimmt. Ach, schade. Ja. Wäre ein Täter wie aus dem Bilderbuch gewesen. Ja, ich werde mir jetzt mal diesen Heinze vornehmen. Ach, Paul. Die Obduktionsergebnisse sind gestern Abend noch gekommen. Der Arzt hatte tatsächlich richtig geraten. Das Mädchen wurde mit einem Eisenrohr erschlagen. Und sie ist tatsächlich nicht missbraucht worden. Ach so, da ist noch was anderes Interessantes. Katja hatte erst vor wenigen Wochen eine Abtreibung. Mit 16 Jahren. Um diese Zeit haben wir immer zusammen Tee getrunken. Jeden Tag. Sie hat sich immer die halbe Stunde für mich genommen. Egal, wie wenig Zeit sie hatte. Jetzt trinke ich unseren Tee hier, in ihrem Zimmer. Da ist sie bei mir. Frau Ehlert, können Sie mir sagen, zu welchem Gynäkologen Katja gegangen ist? Na, wozu sollte denn Katja einen Frauenarzt brauchen? Es war doch gerade mal 16. Könnte ich noch mal im Schreibtisch nachsehen? Ja, meinetwegen. Danke. Dr. Asmus, Steingasse. Der Doktor hat jetzt Zeit für Sie. Danke. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Ich musste gerade da noch eine Zyste. Ja, schon gut. Ich mach's auch kurz. Ein junges Mädchen ist gestern ermordet worden. Katja Harms. Blonde, lange Haare, sehr hübsch. Sie war ihre Patientin. Katja Harms. Ja, ich erinnere mich. Es war ein Schwangerschaftsabbruch. Etwa 9. Woche. Geht das einfach so mit 16er Abtreibung? Naja, Frau Harms hatte den erforderlichen Beratungsschein. Und außerdem war sie ja in Begleitung ihres Vaters. Ihres Vaters? Wie sah der aus? Keine Ahnung. Agnes? Meine Sprechstundenhilfe hat mit ihm gesprochen. Er hat das Mädchen hergebracht und abgeholt. Ja. Agnes, die Patientin Katja Harms. Sie erinnern sich? Ja. Haben Sie mit dem Vater gesprochen? Nein. Nein, ich dachte. Herr Harms hat unten im Auto gewartet. Männer. Haben Sie denn mal zufällig aus dem Fenster geguckt und das Auto gesehen? Nein, zufällig nicht. Danke, Agnes. Bitte.
Wissen Sie denn, ob Katja den Eingriff selber bezahlt hat? Ich glaube, ihr Vater hat ihr das Geld gegeben. Sie meinte, die Schwangerschaft sei ein blöder Unfall gewesen und dass sie nicht gleich zwei Leben damit ruinieren wolle. Naja, ich habe angenommen, dass der Vater des Kindes auch noch sehr jung war. Oder sehr verheiratet. Geklingelt, das ist Zorn-Mordkommission. Ich würde gerne mit Ihrem Mann sprechen. Der ist nicht da. Ja, man hat mir gesagt, er hätte erst zur dritten Stunde Unterricht. Ja, schon, aber er ist gerade joggen. Kann ich hier so lange auf ihn warten? Ja, kommen Sie doch rein. Ja, Entschuldigung nochmal. Hallo, wer bist du denn? Das ist Julia, oder so? Na Mensch, Julian, du hast ja eine Mordsrennbahn. Ich bin gleich wieder da, ja? Ihr Mann hat Ihnen ja sicherlich schon erzählt, was passiert ist. Ja, furchtbar. Kannten Sie denn das Mädchen? Nein. Ich kenne überhaupt niemanden von Rolfs Schüler. Herr Zorn. Ja, Herr Heinze. Ich wollte Sie noch mal schnell sprechen, bevor Sie in die Schule gehen. Ja, natürlich. Janine, ich gehe mit Herrn Zorn noch mal vor die Tür. Der Kleine muss das ja nicht unbedingt mitkriegen. Wie du meinst? Kommen Sie. Wer behauptet denn diesen Unsinn? Sie sind doch nicht so naiv und glauben das. Herr Heinze, wenn es um Mord geht, dann halte ich erst mal alles für möglich. Das haben Sie sicher von diesem Robert Bergmeier, oder? Ich möchte keinen Namen nennen. Das kann ja nur von dem kommen. So wie der die ganze Zeit um Katja herumscherwenzelt ist. Also gut. Katja hat einmal versucht, mich zu verführen. Ich war gerade beim Joggen. Plötzlich taucht sie mitten im Wald vor mir auf und möchte eine Note mit mir besprechen. Und dann, naja. Was heißt naja? Sie hat mich geküsst. Ich habe mich natürlich dagegen verwahrt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie mich plötzlich anbaggern will. Was wollen Sie mir eigentlich unterstellen? Herr Heinze, jetzt sind Sie naiv. Es wäre nicht das erste Mal so ein Lehrer mit seiner Schülerin. Ich bitte Sie, ein Kuss. Sie werden doch nicht mein berufliches und mein privates Leben wegen eines Kusses zerstören. Wo waren Sie denn am Mittwochmorgen? Zu Hause. Das kann Ihnen meine Frau bestätigen. Genau danach werde ich Sie fragen. Und was ist mit Simone? Simone? Simone wurde auch überfallen. Genau eine Woche vorher. Was? Davon hatte ich keine Ahnung. Wusste Simone das mit Katja und Ihnen? Nein. Da gab es natürlich auch nicht viel zu wissen. Allerdings... Was? Mir fällt gerade ein, vor ein paar Tagen stand Simone vor unserer Tür. Sie wollte ein Buch zurückgeben, was ich ihr geliehen hatte. Im Nachhinein finde ich es nur so komisch, sie hätte es mir ja auch in der Schule geben können. Janine meinte, sie war nur ein paar Minuten da. Ja, war's das dann? Ich müsste mich umziehen. Ja, fürs Erste. Vielen Dank, Herr Heinze. Thank you.
Du hast ja vollkommen recht. Ich hätte dich da nicht einfach so sitzen lassen sollen. Aber ich konnte auch nicht ahnen, dass in dem Restaurant da plötzlich dieser Typ auftaucht. Herr Scholl, lassen Sie die Waffe fallen und kommen Sie raus. Ansonsten hätte es doch wirklich ein schöner Abend werden können, oder? Hätte ansonsten, klar. Jetzt mach doch mal das blöde Ding aus und hör mir mal zu. Jetzt hörst du mir mal zu, Paul Zorn. Also erstens, das gestern Abend war unter aller Sau. Und zweitens bin ich doppelt die Idiotin, weil ich hätte mir ja denken können, dass so ein Essen auf Spesen läuft. Bei so einem Geistheit wie dir. Entschuldigung, du weißt genau, dass das nicht stimmt. Und drittens warst du während unserer Ehe schon so, warum sollst du jetzt auf einmal anders sein? Naja gut, das liegt da hinter uns. Es tut mir wirklich leid. Wenigstens bist du ein guter Vater. Ja. Der seiner Tochter Horrorvideos zeigt, damit sie nachts nicht schlafen kann. Gar nicht. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, das bisschen Blut. Habt ihr euch wieder vertragen? Klar. Na, wie wär's denn mit einer schönen Gute-Nacht-Geschichte? Papa, dafür bin ich mittlerweile viel zu erwachsen. Aber da weißt du doch gar nicht, was dir entgeht. Da gibt's doch die Geschichte von der schönen Prinzessin Britney, die ein paar süße Boys aus dem Lande Backstreet kennenlernt. Aber da ist noch dieser Drache namens Eminem. Oh ja, die Geschichte höre ich mir mit an. Los jetzt ab ins Bett. Es wird immer später mit dir. Und dieser Drache Eminem, ja, kam immer zu spät. Na, du bist noch eins, zwei, drei. Oh. Eines Tages hat sich so geärgert, es ist schon wieder zu spät. Yes, it's a good day. Moin. Noch bin ich wendig wie ein Reh. Morgens. Morgen. Wow. Kuchen. Muffins. Seit wann bringst denn du was mit? Einfach so. Und warum so gut gelaunt? Einfach so. Übrigens, Robert Bergmeiers Alibi ist geplatzt. Oh, das ist ja interessant. Hey, Kuchen. Von Paul. Seit wann machen Sie denn sowas? Einfach so. Ah. Würdet ihr mich als Geizhals bezeichnen? Nein. Nein, nein. Nie. Was ist denn nun mit Robert Bergmeiers Alibi? Robert hatte angegeben, zur Tatzeit auf dem Schulweg gewesen zu sein, mit dem Bus, Linie 15. Aber keiner der anderen Schüler hat ihn gesehen. Und dieser Anna ist sich sogar ganz sicher, dass er nicht im Bus saß. Also großartig. Endlich mal was Handfestes. Außerdem hat Anna gesagt, dass er an dem Morgen ein paar Minuten zu spät kam und ziemlich aufgewühlt wirkte. Wir müssen mit dem Jungen reden. Oder haben Sie noch irgendwas? Sag mal, kann ich vielleicht einen Kaffee dazu kriegen? Oder? Ja. Wenn du jetzt nicht rauskommst, schlag ich die Tür ein, Mann! Ey, was willst du denn hier, du Spanner? Will sich wahrscheinlich Pickel ausdrücken. Leck mich, du. Pixar, das ist das Mädchenklo! Auch wenn uns das heute sonderbar erscheint, aber Kleist hätte zu diesem Zeitpunkt noch alles gegeben, um Goethes Freundschaft zu erlangen. Noch im Januar 1808 übersendet er ihm ein Manuskript von seiner Penthesilea mit den schönen Worten: Es ist auf den Knien meines Herzens, dass ich damit vor Ihnen erscheine. Schön, nicht? Entschuldige, Carola, es ist dienstlich. Könnte Robert mal mit rauskommen? Ja, klar. Robert, kommst du bitte? Hast du Robert gesehen? Vielleicht. Robert ist zum Deich gelaufen. Wo ist der Deich? Da lang. Letzten Mal.
Du bist nicht mit dem Bus in die Schule gefahren, sondern du bist in den Park gegangen, um Katja zu treffen. Du warst schon lange scharf auf sie. Was hast du denn zu ihr gesagt? Ach komm, immerzu bist du um sie rumgeschlichen. Du hast alles für sie getan, nur um in ihrer Nähe zu sein. War ich ja wohl nicht der Einzige. Wie meinst du damit, Heinze? Du machst einen Riesenfehler, wenn du nicht mit uns sprichst. Willst du wirklich als Mörder ins Gefängnis? Ich habe Katja nicht ermordet. Ich will jetzt doch einen Anwalt. Okay, du bist erwachsen, bist 18, wer willst du denn anrufen? Ach, vergiss es. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Aber eins würde mich noch interessieren. Warum hast du Simone überfallen? Danke, das wollte ich wissen. Keine Reaktion. Da war ich im geringsten überrascht. Man muss es gewusst haben. Simone hat sicherlich niemandem von dem Überfall erzählt. Er hat ganz sicher Simone im Park die Haare abgeschnitten. Aber warum? Und warum schweigt Simone darüber? Ich bin's jetzt leid, ich fahr noch mal zu ihr. Entschuldigung. Was ist passiert? Ja, nix. Ein junges Mädchen hat sich die Polster dann angeritzt. Natürlich quer. Ziemlich Mauer, Selbstmordversuch. Aber die Mutter ist völlig hysterisch. Simone? Frau Seidler? Simone, wir haben Robert verhaftet. Ist der der Mörder? Zumindest war es der, der ihre Tochter überfallen hat. Nee, der war's nicht. Warum lügst du, Simone? Vor wem hast du Angst? Oder schützt du jemanden? Warum warst du bei Janine Heinze? Wusstest du was von eurem Lehrer und Katja? Bitte lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Sie sehen doch, wie es ihr geht. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Gut. Aber ich muss Ihre Tochter heute noch sprechen, wenn es ihr besser geht. Das ist wichtig. Ah, Paul, da bist du ja. Rat mal, von wem wir Besuch bekommen haben. Nach den ersten Laborergebnissen ist das die Tatwaffe. Katjas Blut, Katjas Haare. Keine Fingerabdrücke, außer die von Ihnen und einem Kind. Wie sind Sie in Besitz dieser Waffe gekommen? Mein Sohn hat es gefunden. Wo? Bei uns im Garten. Julian hat mir die Stelle gezeigt und dann bin ich sofort hierher gefahren. Ich weiß, dass ich mich durch diesen Fund extrem verdächtig mache. Aber ich schwöre, ich habe Katja nichts zuleide getan. Jemand muss das Ding in unseren Garten gelegt haben. Woher wollten Sie denn überhaupt wissen, dass dieses Rohr mit dem Mordfall zu tun hatte? Das wusste ich ja überhaupt nicht.
Aber wenn in Ihrem Garten ein blutiges Rohr liegt und einen Tag vorher Ihr Mann wegen Mordes an einer erschlagenen Schülerin verhört wird... Sie meinen, Ihr Mann hat das Rohr dort versteckt? Nein. Ich weiß nicht. Er ahnt ja nicht mal, dass ich Bescheid wusste über ihn und diese Katja. Moment mal, ganz langsam. Hat Simone Ihnen das erzählt? Sie war sehr glaubwürdig. Sie sagte, sie hätte Rolf und diese Katja mehrmals beobachtet. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich war geschockt. Erstmal. Und dann habe ich mit Katja telefoniert. Sie hat völlig gelassen reagiert. Sie behauptete, die Sache mit meinem Mann sei sowieso vorbei. Gott, habe ich sie gehasst. Haben Sie mit Ihrem Mann darüber gesprochen? Unsere Ehe ist an einem Punkt. Aber Julian ist noch so klein. Ich habe furchtbare Angst, dass Rolf doch was mit dem Mord zu tun haben könnte. Aber Sie haben ihm doch ein Alibi gegeben. Das ist gelogen. Er hat mich darum gebeten. Angeblich um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Am Mittwoch hat Rolf schon im Morgengrauen das Haus verlassen. Warum haben Sie gelogen, Herr Heinze? Wahrscheinlich wollte ich irgendetwas retten. Meinen guten Ruf, meine Ehe, meine Karriere. Meine Frau will die Scheidung einreichen. Ich war's nicht, verdammt nochmal. Katja hatte Schluss gemacht. Sie hatte einen neuen Freund. Einen Restaurantbesitzer. Jochen Baumann. Wenn Sie es sowieso schon wissen. Weiter. Ich habe am Mittwochmorgen vor Katjas Haus gewartet. Ich wollte sie vor der Schule abfangen. Ich wollte von ihr wissen, ob sie meiner Frau von uns erzählt hat. Janine war in letzter Zeit so komisch. Und dann hatte ich das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich glaube, ich habe Robert Bergmeier gesehen. Natürlich wollte ich nicht, dass er mich sieht, deswegen bin ich gegangen. Aber ich habe Katja nicht umgebracht, das ist doch irre! Sie waren der Vater von Katjas Kind. Das hat sie behauptet. Ich habe doch auch für Katja gelogen. Sie wäre doch garantiert von der Schule geflogen, wenn das rausgekommen wäre. Und was wird das, wenn es fertig ist? Es gibt was Neues. Haben Sie den Mörder eigentlich gefunden? Katja hat Simone verachtet, ja? Sie hätte das Leben in der Schule zur Hölle gemacht. Die hässliche Kuh hat es nicht anders verdient. Frau Heinze hat mir erzählt, dass Simone sie besucht hat und ihr alles von Katja und ihrem Mann erzählt hat. Katja war natürlich stinkwütend, dass Simone sie verraten hat. Sie hätte nämlich von der Schule fliegen können. Also hat sie beschlossen, es ihr zu zeigen. Und weil sie wusste, dass Simone so stolz auf ihre langen Haare war, habt ihr beide sie ihr gemeinsam abgeschnitten. Und weil allgemein bekannt war, dass du alles für Katja erledigst, hast du ihr geholfen, sie zu bestrafen. Alleine hätte sie das nämlich nicht geschafft. Simone hat gequatscht, richtig?
Was hast du am Mittwochmorgen bei Katja gewollt? Ich wollte wissen, ob Katja die Nacht zu Hause verbracht hat. War aber wohl wieder bei Baumann. Der Heinz lungert übrigens auch um das Haus. Sie hat ihm den Laufpass gegeben, den alten Sack. Ja, dir doch auch, Mann. Für die Drecksarbeiter warst du ihr gut genug, aber rangelassen hat sie dich nicht. Und das hat dich scheiß wütend gemacht. Ich habe Katja nicht. Wer denn sonst, Mann? Keine Ahnung. Ich habe auch versucht, das rauszubekommen. Ich dachte, dass Simone vielleicht was weiß. Die hat doch Katja öfters hinterher spioniert. Aber die hatte Angst vor mir. Und ach, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß. Was? Du kannst jetzt gehen. Übrigens, Katja wurden auch die Haare abgeschnitten. Kannst du dir vorstellen, wer einen Grund gehabt haben könnte, das zu tun? Ich rufe an im Mordfall Katja Harms. Durchsuchen Sie den Garten von Rolf und Janine Heinze. Hallo Simone. Ich denke, wir gehen jetzt ins Präsidium, ja? Simone, bleib stehen! Bleib stehen, Simone! Ich will nur mit dir sprechen. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Doch. Du hast rausgefunden, dass Katja was mit eurem Lehrer hat. Die Gelegenheit, dich für Katjas jahrelange Hänseleien zu rächen. Du bist zur Einzige Frau, hast dir von Katja erzählt. Du hast mit einem Skandal gerechnet. Aber das Einzige, was passiert ist, dass Katja und Robert dich verprügelt haben und dir die Haare abschnitten. Warum hast du sie nicht angezeigt? Katja hat gedroht, dass Robert mich totschlägt, wenn ich nicht den Mund halte. Du hast gewusst, dass Katja die Nacht bei Jochen Baumann verbringen wird. Du hast auf sie gewartet, bist ihr gefolgt und dann im Park. Ich wollte ihr überhaupt nichts tun, aber sie hat mich entdeckt und angegriffen. Das Eisenrohr hast du zufällig dabei gehabt. Ich hatte Angst. Du hattest vor allen Dingen Angst, erwischt zu werden. Deswegen hast du das Eisenrohr bei Heinz im Garten versteckt, damit ihr glauben, dass er der Mörder ist. Du hast sie aufgelauert, hast sie erschlagen und ihr die Haare abgeschnitten. Simone, das ist Mord. Simone. Sie hat's verdient. Simone, pass auf. Bleib stehen! Sie wird überleben. Sie hat zwar jede Menge Knochenbrüche, aber sie wird bestimmt wieder gesund. Ich bin so ein Idiot. Paul, du kannst nichts dafür.
lass uns gehen.